Wünschen Sie sich manchmal, dass Ihr Kalender etwas mehr Informationen anzeigt und das bei weniger Platzverschwendung? Google Kalender hat eine versteckte Option, um die Anzeigedichte zu erhöhen. Diese möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wir befinden uns hier in der Browserversion von Google Kalender. Und hier oben unter diesem Einstellungsmenü mit dem Zahnrad verbirgt sich diese Option. Ich klicke mit der linken Maustaste auf das Zahnrad und dann gibt es hier die Auswahl Dichte und Farbe. Ich klicke jetzt auch wieder mit der linken Maustaste auf Dichte und Farbe, erkennbar an dem leicht grauen Hintergrund. Und schon öffnet sich hier unten das Fenster Kalenderfarben, Textfarbe und Informationsdichte auswählen. Hier haben wir die Auswahlmöglichkeit für die Informationsdichte. Der Standard ist an Bildschirm anpassen. Wenn Sie das umstellen möchten, dann klicken Sie auf diesen kleinen Pfeil am rechten Rand des Auswahlfensters und Sie erhalten dann als zusätzliche Auswahl Schmal. Ich klicke jetzt auf Schmal und anschließend auf Fertig. Und schon ist die Anzeigedichte der Oberfläche verändert bzw. die Anzeigedichte wurde erhöht. Um das wieder rückgängig zu machen, gehe ich den gleichen Weg. Ich klicke auf das kleine Zahnrad. Ich gehe wieder auf Dichte und Farbe. Hier unten kommt wieder das Fenster und bei Informationsdichte stelle ich jetzt wieder um auf An Bildschirm anpassen. Sie sehen auch, es hat sich sofort etwas auf dem Bildschirm geändert. Und jetzt klicke ich auf Fertig und schon habe ich wieder die Standardeinstellung aktiviert. Sie können diese Möglichkeit jederzeit nutzen, umstellen, wann immer Sie wollen und auch ganz schnell wieder alles rückgängig machen und mit der Standardeinstellung arbeiten.